Moser, Leute. Hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Dark Souls 3. Im letzten Part... was lässt sich eigentlich anders sagen, außer wir haben Anor Londo betreten? Ich habe sogar den Bossraum von Finstersonne Gwyndolin in Anor Londo gefunden. Derjenige, der sogar so mächtig war, dass er Ornstein als Illusion erschaffen konnte. Ich kann mir auch vorstellen, warum er danach vielleicht gelebt haben kann, um Aldrich zum Fraß vorgeworfen zu werden, nachdem wir ihn getötet haben. Was ist, wenn wir in Dark Souls 1 nichts weiter als seine Illusion bekämpft haben? Ich meine, uns denn war eine Illusion, die heftig draufgehauen hat, warum dann nicht er? Ich meine, wir haben seine Seele zwar aus dem Bosskampf erhalten damals, aber... Gwyn, sein Vater, auch ein Gott, hatte seine Seele auch an andere weitergegeben. Und ohne sie existieren können. Warum dann nicht Gwyndolin? Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass das so oder ähnlich gelaufen ist. Was kaufe ich? Ich schätze mal ein paar Sachen bei Julia, weil ich werde nicht aufleveln mit meinen Seelen aus dem letzten Part. Hi-ho! Speak thy dishonorable. Ich kann noch mehr davon kaufen. Ah ja. Ich kaufe deine Zauber, was soll's. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Und vielleicht... ja, nochmal. Meinetwegen. So. Ah, greetings, our lord and liege. Huch? Good tidings. Thy spouse is ready. Was? The time is ripe to greet her. The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. Nee. So thou mayst a true monarch become. Da bin ich im letzten Part nicht hingegangen. Weil ich dachte, dass da vielleicht wieder ein Gwyndolin-Bosskampf kommt. Oder dass da vielleicht Aldrich lauert, wenn ihm Gwyndolin vorgesetzt wurde. Ansonsten hat er Guinevere, also ich glaube nicht, dass er den Verbandtenkönig hatte. Und Gwyn kann nicht wirklich sein. Deswegen... Ah, good tidings. Till we meet again. May the dark sigil guide thee. Hä? Also, ich soll jetzt dahin und sie heiraten. Ich habe die geheime Passage im letzten Part schon gefunden, aber wie gesagt, ich vermutete einen Bosskampf, weil es in Dark Souls 1 so war. Und daher meine Entscheidung. Gut. Dann nichts wie hin. Heiraten wir. Oder? Ich meine, ich habe ja sonst nichts zu tun in Dark Souls, außer zu heiraten. Dann müsste ich jetzt hier hinten wieder hin und das Ding runterfahren. Da ist doch noch der Turm. Das ist ein Leuchtfeuer. Aber ich glaube, das ist die... das muss doch die Kirche von Joschka sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich war unten an dem Turm. Da habe ich Anri das letzte Mal gesehen. Und jetzt soll ich sie heiraten? Nehmen wir die Geräuschkulisse. So genial. Der ganze Ort hier ist genial. Er war schon in Dark Souls 1 und sie haben es geschafft, ihn noch genialer zu machen mit dem ganzen Eis und allem drumherum. Vergessen der ganzen Mondatmosphäre und den Blauen hier. Ich habe einfach mal die Kamera an derselben Geschwindigkeit mitgedreht. Was ich frage, warum der Mond und alles uns plötzlich verfolgt. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Also kein Bosskampf. Ich glaube, der Turm ist ja jetzt auf einer Höhe. Es war ja in der in den Archiven des Herzogs, wo es dann diesen Kristallabstieg gab. Mit unsichtbaren Brücken. Ich finde das einfach nur sehr merkwürdig, dass dort jetzt eine Brücke ist, die einfach so abgeschnitten ist. Könnte es sein? Ich muss das gleich mal ausprobieren. Und hier, wo die Gwyn-Statue war. Die war nämlich eine illusionäre Wand. Ein anderer Pilger? Jol ist ja tot. Und da der Bossraum von der Finstersonne Gwyndolin. Der wurde dann unendlich lang durch seine Illusion. Und scheinbar war der Boss selbst auch eine Illusion, wie ich schon sagte. Hi? Welcome, our gracious lord. Your spouse awaits you.
You are very near. Please, take the Sword of Avowal. May you be the truest Lord of Londor yet. Also werde ich jetzt zum Fürsten von Londor? Schwert der Bekenntnis. Kriege ich auch eine Überreichgeste? Nein? Okay. Your spouse, May. Schlüsselitem? Jo. Das Eheritual erzeugt einen wahren Hüllenfürsten. Zeremonielles Schwert von Londor. Kann nicht als Waffe angelegt werden. Was schade ist, es sieht interessant aus. Es heißt, das Eheritual kündigt einen wahren Hüllenfürsten an. Der Name eines Partners ist... Der Name deines Partners ist Anri. Sehnsüchtig wartend auf den rechtmäßigen Fürsten tief innerhalb des Mausoleums. Wo damals eine Menge Kisten waren. Blechrüstung. Das ist das Set der Feuerhüterin aus Dark Souls 1, die Gwyndolin unterstellt war. Also das ist aus ihr geworden. Das ist sie dann. Ich hab sie aufgebracht und getötet. Weil, wenn man Gwyndolin besiegt hat und danach zu ihr geht, dann wird sie einfach gegnerisch. Dies ist die Rüstung eines Ritters, der einst als Finstermond bekannt war. Das heißt, im Inneren dieser Messingrüstung verberge sich etwas Grässliches. Eine Silhouette hat weibliche Züge. Ihre Silhouette. Ja, das ist die Rüstung einer waschechten Feuerhüterin. Die stärkste Feuerhüterin überhaupt. Wenn man mal von Quelana absieht, die ja eine Meisterpyromantin war. Sie war halt nur sehr friedlebend. Jetzt ist der Gang weder dunkel noch hell. Jetzt ist er einfach nur Mondfarben. Hey du, sicher, dass es hier gut geht? Natürlich ist es da neblig. Eieieiei. Sie ist tot? Sie ist tot. Mhm. Also ist das keine wirkliche Hochzeit, ha? Es ist nur eine Zeremonie und sie war von Anfang an ein Opfer. Kein Wunder, dass sie nie davon geredet hat. Wer würde ihr denn das sagen? Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, warum gerade sie. Vielleicht finden wir das hier heraus. Ritus der Bekenntnis. Nochmal drei dunkle Siegel. Ich habe Dunkelheit in mir aufgenommen. Sie kommt aus Londor, Neu-Londor, dem Ursprung des Abgrundes. Dem Ursprung der Menschlichkeit, wenn man so will. Habe ich jetzt Menschlichkeit in mir drin? Als Hüllenfürst? Ist es das? Ich habe jetzt 8 Siegel. Ein Lord der Hüllen. Ich bin wahrscheinlich das menschlichste Wesen, was es jetzt gibt, oder wie? Und deswegen ein Hüllenfürst. Mehr kann man nicht machen. Das Schwert ist dann jetzt auch weg, ja. Nun, ich glaube, es wird mal Zeit. Wo sind die denn? Hier.
mich einfach mal menschlich aussehen zu lassen jetzt. Aushöhlung umgekehrt. Das ging damals nur an Leuchtfeuern, aber jetzt geht das hier mit. Obwohl die Dinger damals nur Fluch geheilt haben, die gab es ja damals auch schon. Das ist es also, ha? Huh? Das ist jetzt also der Höllenfürst. Mal sehen, was sie dazu noch zu sagen hat. Anri. Danke für deine... für deinen Glauben. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Sache war, aber... danke für alles. Meine Güte. Was die da hinten jetzt wohl sagen wird? Ich weiß nicht mal, was ich damit jetzt genau gemacht habe. Das müssen mir die NPCs jetzt langsam mal verraten. Wofür ist das? Was bringt es mir da? Ist die einfach gestorben? Chamäleon. Hä? Aber Chamäleon ist er? Ah, da. Verlorener Zauber aus Olesiel, dem Land der alten goldenen Zauber, verwandelt den Wirker in etwas Unauffälliges. Dieser Zauber entstand nicht durch gezielte Entwicklung, sondern aus dem Streich eines jungen Mädchens, das genau von seiner Einsamkeit im Dämmerwald hatte. Genug. Von Dusk selbst. Dann habe ich nur noch eine Hoffnung, dass Yuria mir etwas dazu klärt. Ich habe gerade 15 Fragezeichen in Kopf und Augen und sonst wo. Ich glaube aber, ich mache dann in den Dämonenruinen weiter und erstmal nicht in Anor-Londo. Wenn wir wirklich Aldrich noch vor uns haben, dann will ich dem einen eigenen Part gönnen. Ah nein, ich habe ja auch noch... Sieht ein bisschen abgebrochener aus als damals. Also wirklich? Also wirklich. Oha. Sieht so gefährlich aus wie nie. Ich bin ganz vorsichtig. Wer weiß, wie dick das Ding ist. Ich leg's mal auf den Quickslot hier. Ich will mal gucken, wie weit es geht. Ich bin auf jeden Fall da. Hups! Das sieht schön aus. Das sieht übel schön aus, muss man sagen. Jetzt sieht das aus, als hätte ich da Sterne in den Himmel gelegt. Oh Mann, das hat einen schönen Effekt. Der Schwanz, wie das Mischwesen Priscilla. Also gab es da noch eine zweite von? Mischwesen Priscilla war ursprünglich als das geplant in Dark Souls 1, was die Smaragdbotin in Dark Souls 2 war, also Chanelot, was die Puppe in Bloodborne war und was die Feuerritterhüterin hier in Dark Souls 3 war. Eine Frau, die dich auflevelt. Aber das haben sie dann verneint und haben sie einfach zu einem alternativen Boss in der Gemäldewelt von Ariamis gemacht. Die von diesem Turm aus... tja, eigentlich direkt hier vorne auf selber Höhe gewesen wäre, aber das ganze Gebäude ist weg. Und warum heißt sie Mischwesen? Weil sie eine Kreuzung aus Mensch und Drache war. Und jetzt gibt es eine zweite davon? Ich meine, guckt sie euch mal an. Ihr Gesicht ist doch nicht ganz. Warte mal, ich glaube, ich kann... ja, ich kann das wahrscheinlich so machen. Wo ist denn... guckt euch ihr Gesicht an. Man kann sich mit dem Fernglas nicht mehr bewegen?
Warum das denn nicht mehr? Die sieht sehr entgeistert und schon bald tot aus. Wie eine gruselige Puppe, um ehrlich zu sein. Und da unten ihr Schwanz, daran habe ich sie erkannt. Ich habe meine Glut dafür abgelegt. Die Glut will ich ja eigentlich weiterhin behalten. Und Prismasteine auch nicht mehr. Hier. Hi. Name thyself, stranger. I am Yoshka. Ah. Captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Du hast sie also übernommen und du bist Yoshka, nach der die Kirche benannt ist? Okay, noch eine Covenant. Warum nicht? Thou thinkst too. Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Du hast Gwendolyns Aufgabe übernommen. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, was? A blade that shall hunt the foes of our lords. Then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Bist du ein viertes Kind von Gwyn? Aber warum bist du dann halb Drache? Thou art now a blade of the Dark Moon. The only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Und warum erwähnst du deinen... Das Symbol hat ein bisschen was von der Klinge der Bekenntnis, die wir ja vorhin hatten. Warum hast du nichts von Gwendolyn oder dem Namenlosen erzählt? Na, dem Namenlosen ist ja okay, wenn du Treue der Familie hältst. Verdammt! Entschuldigung. Hab meinen Controller abgelegt. Wenn du Treue der Familie hältst, ist das ja okay, aber Gwendolyn war bis zuletzt treu und hat diesen Ort hier nie verlassen. Warum zur Hölle ist er nicht erwähnt worden von dir? Zum Glück ist sie chillig drauf, was sowas angeht. Acht Covenants haben wir damit. Ein silberner Anhänger, der den Finstermond und ein Schwert und damit das Wappen der Finstermondritter, der ursprünglichen blauen Wächter, darstellt. Und hier sind die blauen Wächter. Stimmt, guckt euch das an. Selbes Symbol. Und der blaue Pfad hat den Mond ohne das Schwert. So sieht man, wo die alle ihren Ursprung haben und was Abwandlung von was ist. Das Anliegen schwört im Eid der Klinge des Finstermonds die Treue. Wenn ein Mitglied des blauen Pfades auf einen Finstergeist trifft, besagt eine alte Übereinkunft, dass die Finstermondklingen helfen müssen, ihn zu beseitigen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anliegen. Schon wieder so eine. Ist jetzt schon die dritte automatische Covenant. Ich höre mir gleich noch an, was sie noch weiter zu sagen hat. Ah ja, und diese ganzen fliegenden Steinchen. Sind echt schön. Oh. Good blade of the Dark Moon. Welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Ah, ja, ich habe ja einen davon. Ja. Ich übergebe mal einen. Das war ein schönes Blau. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Das stimmt. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed.
Natürlich, der letzte Finstermond, die Feuerhüterin. Ich habe sie im Let's Play getötet. Und Gwendolyn? Naja, mit ihm starb die Covenant ebenfalls. Mit der Illusion. May I pose thee a question? Gerne. This tower, this prison, stands tall and solitary. The contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Also, ja, ich kann fliegen. Nein, ich kann nicht fliegen. Guck dir mal das da an. Das ist keine Sternformation, die gerade entstanden ist. Das ist zufällig durch mich. Ei, das ist ja wortwörtlich der Finstermond da oben. Wie kommst du hierher? Was soll ich denn jetzt antworten? Ich kann nicht fliegen, ist die Wahrheit. No, of course not. Forgive my prying. Think no more on mine asking. I'm ashamed to say I know very little of anything. Hast du dein ganzes Leben hier gefristet? Long ago, only Adam take Oh Mann, jetzt hätte ich anders antworten sollen. May the dark moon watch over thee. Danke. Diese Steinchen da oben. Sie sehen wirklich aus wie perfekte funkelnde Sterne. Die Prismasteine sind aber auch schön geworden in diesem Spiel, muss ich sagen. Und das führt mich dann zu der Kapelle von Yorshka, wo ich Anri das letzte Mal lebend gesehen habe. Mit Drops aller Loch von Majula, nur halt, dass man nicht ganz so lange fällt. Gemäldesachen. Natürlich. Immerhin kommt jetzt die ganze Ariamis-Geschichte langsam zusammen wieder. Das hing ja auch alles mit Anolonso zusammen. Ich frag mich nur, warum sie sich als Tochter von Gwyn sieht. Es ist vielmehr eine emotionale Familie. Verdammt. Seelen hatte ich jetzt eh nicht. Oh. Dauert offenbar eine Weile, bis ich wieder zur Hülle werde. Na, so ein Glück. Naja, ich kann ja wieder direkt runter. Warum nicht? Mach ich's einfach. Und Bluten habe ich ja genug. So. Lesen wir einfach mal das Gemäldeset. Ein Kleidungsstück der Gemäldehüter, deren Form in der Mythologie der Ketzer beschrieben wurde, wird. Diese glatte, blasse Kapuze wehrt Magie ab. Der buckelige Erzähler alter Geschichten berichtet von unerwünschten Seelen, die nirgendwo willkommen sind und schließlich in eine kalte, gemalte Welt gesogen werden. Und das ist die Gemäldewelt von Ariamis. Priscilla ist da auch drin. Ich habe sie im Display getötet. Ich habe ihr nicht getraut. Aber sie ist eigentlich total lieb. Hier. Ich habe mich falsch fallen lassen. Au. Was? Was war das für ein Geräusch? Ich habe rot geleuchtet. Warum? Ach ja, mein Schwert. Na klar, wenn ich wenig TP habe, macht mein Schwert doch mehr Schaden. Das war das rote Leuchten und dieses Rohren. Das war quasi ein Zeichen dafür. Und jetzt bin ich in der Kapelle von Yorshka. Warte mal. Die Statue, die in der Ecke war, ist weg. Darum gab mir die eine den Chamäleon-Zauber. Die hat Anri umgebracht, kurz nachdem ich hier weg bin. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Wir reden mit Yuria. Als allererstes. Ich will wissen, was das jetzt war. Was? Warum? Warum habe ich das gemacht? Yuria? Rede und Antwort, jetzt. Ah, our lord and liege. I presume thy holy vows are sworn? Ja. Wonderful.
Now thou'rt the true and deserving Lord of Hollows. With a spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lordship. Du redest von der ersten Flamme? Ist das eine Questline, um vielleicht den Kreislauf zu brechen? Angenommen, Dunkelheit und Menschlichkeit sind dasselbe. Und somit sind Menschlichkeit und der Abgrund dasselbe. Der Abgrund ist ein großes schwarzes Nichts. Wenn ich das durch die Heirat in Anführungszeichen mit Anri in mir aufgenommen habe, kann es sein, dass ich dann wirklich eine wahrhaftige, leere Hülle bin, leer im Innern. Mit anderen Worten, wenn ich die erste Flamme aussauge, wird sie in mir verlöschen, weil dort in mir nichts ist? Verstehe ich das richtig? Ist es das, was wir hier machen? Wenn es so ist, dann bin ich auf einem guten Wege, den Kreislauf zu brechen. Damit werden wir alle Probleme lösen. Das Chaos, wenn es besteht. Die gottlose Flamme hängt damit wahrscheinlich auch zusammen, wenn es nicht das Chaos ist, was eigentlich nicht so wirkt. Der Abgrund und nicht zu vergessen die Menschen. Alles würde weg sein. So wie es sein soll. Our lord and liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. Von Gwyn. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Das ist, was ich halt die ganze Zeit so wirklich in meinem Kopf schon als Canon abgestempelt habe. Dass Menschen erst Menschen wurden, als die erste Flamme entzündet wurde. Dass Menschlichkeit dadurch erschaffen wurde. Genauso wie der Abgrund dann letzten Endes. Manus war zufällig der Erste. Zufällig. Ein jeder Menschlichkeit ist irgendwann zu einem Abgrund geworden. Wenn sie nur bewusst genug wurde. Und das nennt man dann eine Hülle. Aber nur die Menschlichkeit selbst ruft den Abgrund hervor. Wenn man die Menschlichkeit verliert und seinen Willen, also das ist eigentlich genau nicht eine Hülle, Entschuldigung. Wenn man die Menschlichkeit verliert, wird man zu einer Hülle. Wenn man sein Bewusstsein verliert. Und so wie es in dem Intro in Dark Souls 1 sogar noch klang, war das der Urzustand der Menschen. Alles, was jetzt Menschen wurden, alles, was jetzt Menschen sind, gab es halt schon vorher. Nur, dass es damals Hüllen waren. Und wenn wir die Flamme löschen, schaffen wir den Urzustand wieder her. Es wird nach wie vor Menschen geben. Aber sie alle werden nur willenlose, bewusstseinslose Hüllen sein. So wie es sein soll. So ist es einfach gewollt. Our Lord and I went them the other off. Be safe, our Lord and Liege. I prithee rest the flame from its mantle. Sorry, aber jetzt verdienst du eine Verbeugung. Also, wenn ich das Ganze richtig gedeutet habe, dann bist du eine Heldin, Uria. Nicht für die Menschheit. Du wirst sie ausrotten. Aber ganz ehrlich, ist es die Menschheit oder die Welt? Eins von beidem. Es kann nicht beides sein. Solange es die Menschen und die Flamme gibt, wird der Abgrund irgendwann alles verzehren. Es ist absolut. Dagegen kann niemand was machen, es sei denn, wir brechen den Kreislauf. Welcome home, I speak. Soll ich? Nein. Farewell.
Ich habe mich gerade gefragt, die Puppe in Bloodborne hatte ja zum Beispiel Gesten gemacht, wenn man ihr... Sie also auch. Beschämt zur Seite guck. Hi ho. Eine Umarmung, eine Umarmung. Du bist zwar ein Werkzeug des Bösen, der Flamme, aber hey. Weißt du was? Stoßen wir darauf an, dass ich dich hintergehe. Na, was sagst du? Was? Okay. Kannst du auch tot spielen? Guck mal. Sie lacht. Sie weiß ja nichts davon, dass die erste Flamme... Genau wie Andre, der da hinten schmiedet. Die wissen ja nicht, was sie da tun. Sie denken alle, sie handeln gerecht. Nur so kann die erste Flamme ja überhaupt bestehen, weil alle denken, dass es der gute Weg ist. Aber das kann es halt nicht sein. Okay, Leute. Wow. Ich habe jetzt über eine halbe Stunde... Meine Güte. Weißt du was, ich mach doch noch hier in Anno Londo weiter, wenn wir dann gerade dabei sind. Gefängnisturm, da heißt ja wirklich so. Vor allen Dingen ist es hier jetzt bestätigt, dass wir den Kreislauf brechen können, weil offiziell klar wurde vor ein paar Parts, dass dieses Spiel hier das letzte in der Reihe ist und nach allen anderen spielt. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätten wir ja nichts ändern können. Meine Güte, dieser Part... Ups! Au. Ganz ruhig. Oh nein. Schnell. Okay. Das war knapp. Ich habe den gehört und gesehen. Aber zwei von denen könnten dann doch schon ein bisschen problematischer werden. Sehr schön. Und verdammt ist Anno Londo wichtig. Heimat derer, die die Flamme schufen und jetzt Werkzeug derer, die sie vernichten. Ein rotäugiger Silberritter? Wow. So viel Schaden trotz Abwehr. Dann wiederum ist Blitz... Naja, mein Schild ist wahrscheinlich einfach nicht sonderlich blitzgeschützter. Ich komme nicht hinter ihn. Vielleicht sollte ich es auch nicht unbedingt versuchen. Gerade eher so aus, als wäre er betrunken gewesen. Geht's dir gut, du? Den Blutungseffekt meiner Morion-Klinge bist du einfach nicht gewachsen. Da kannst du noch so rote, bedrohliche Augen haben. Und, erinnert ihr euch noch? Hier sind wir damals zur Seite gegangen. Da war ein anderer Turm, wo wir dann dort hinten hingingen. Und da mussten wir dann raufgehen und da waren die Bogenschützen von Anno Londo in Dark Souls 1. Und hier sind wir dann da rein... Ne, Quatsch. Hier war keine Tür, oder? Klingt ja schon fast hölzern. Damit kann ich nicht mehr interagieren, also nicht mehr für später. Und den haben wir damals mit so einem Kreishebel aufgemacht. Genau, durch eine Vorrichtung. Also wird es hier genauso sein. Warum zur Hölle sollten sie hier auch Mechanismen ändern oder umbauen? Das ergäbe ja total keinen Sinn. Ist eigentlich noch das Fenster da oben kaputt? Es gab da so ein Fenster, wodurch man raus konnte und dann konnte man ein Item mitkriegen. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Sobald wir drin sind, können wir es uns auf jeden Fall von der anderen Seite angucken und dann mal sehen, ob es immer noch gleich sein wird. Und wir hatten hier damals auch so Gitter. Und da waren dann große Wächterstatuen, die es jetzt auch alle schon nicht mehr gibt. Nein! Oh, es ist klar, aber... Das ist der Riesenschmied, der in den Großpfeilen beschrieben wurde, der die Drachentöterpfeile gemacht hat. Er hat uns doch damals den Falkenring hinter einer Truhe hinterlassen, die da hinter ihm war.
Oh Mann, der hat mein Quelax Flurienschwert in Dark Souls 1 geschmiedet. Kohle des Riesen. Daran merkt man, was die Zeit gemacht hat. Und Andre lebt nicht unbedingt mehr. Ich habe ja, wie gesagt, schon gesagt, dass wir vom Feuerbahn Schrein aus Schloss Lothric zu sehen scheinen. Nur, dass das Schloss wesentlich kleiner ist. Da dieser Turm, wo jetzt mein Kopf ist, das ist fast alles, was wir vom Feuerbahnschrein aus sehen können. Weswegen, es lässt mich glauben, die ganze Stadt existiert ja noch nicht. Es lässt mich einfach glauben, dass Lothric in einer Feuerbahnschrein in der Vergangenheit ist und Andre deswegen noch lebt. Interessant. Hier sehen wir den Turm vom möglicherweise Falkenauge. Und wenn ihr euch an Dark Souls 1 erinnert, er war ein Freund von diesem hier. Kohle, die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird. Es heißt, der Riesenschmied von Anor Londo sei einst der Schmied der Götter gewesen. Für blitzende, simple und chaotische Waffen. Genau das hat er ja damals gemacht. Quelax Furienschwert war ja eine chaotische Waffe. Es gibt sie also immer noch. Quelax Furienschwert gemacht aus der Seele einer der Töchter der, des Chaos. Und meine Lieblingswaffe in Dark Souls 1 damals im Let's Play. Hört ihr das Matschige? Ich glaube, Aldrich ist nicht mehr fern. Verdammt, es ist hier dunkel geworden. Ja, guckt es euch an. Alles zermatscht und wirklich Aldrich ist hier überall. Sein Einfluss hat ganz Anor Londo einfach nur noch verschandelt. Aha, der Ornstein und Smo-Boss-Raum. Ist dann wohl der Aldrich-Boss-Raum? Guckt euch da an, hinter der Nebelwand sehe ich da was. Es sieht eigentlich nicht schleimig aus. Es sieht aus wie ein Umhang. Vielleicht ist es auch ein Umhang. Die haben das Fenster gefixt. Eines dieser Fenster war damals zerbrochen. Naja. Verfallene Kathedrale. Die sieht jetzt nur so aus, weil Aldrich jetzt gerade hier ist. Aber war natürlich nicht immer so. Was auch sonst. Und hier ging es dann rechts zu der Kammer mit den ganzen Drachenkopftrophäen, wo die Silberritter waren. Nur halt nicht jetzt. Deswegen ist die Tür dann auch versperrt und nicht interagierbar. Ich sollte die Diakonen nacheinander ausschalten. Mondlichtpfeil. Nur noch eine sichere Distanz gewinnen? Der Part ist im Prinzip schon vorbei. Ein klein wenig mache ich jetzt noch. Da! Mondlichtpfeil. Angeblich nutzen die Finstermondritter diese magischen Pfeile. Sie sind mit silbernem Licht durchwirkt und verursachen Magieschaden. Da muss ich aufstoßen. Magieschaden. Es heißt, dass der Gott des Finstermondes, Wendolin. Ah ja, stimmt. Im Deutschen hieß er ja Wendolin. Aber es ist Gwyndolin. Nach Gwyn benannt. Deswegen auch Gwynevere und der Namenlose hieß auch irgendwas mit Gwyn. Es heißt, dass der Gott des Finstermondes, Wendolin, vor langer Zeit diese Pfeile zusammen mit einem goldenen Bogen verwendet hat. Das stimmt. Das waren heftige Attacken, auch wenn er als Boss insgesamt recht leicht war, weil man sich hinter den Säulen verstecken konnte. Wir haben den Bossraum ja schon am Anfang des Partes gesehen, dort wo es zu Anrichs Leiche ging. Alles deutet nebenbei darauf hin, dass der Gott, der Aldrich zum Fraß vorgeworfen wurde, Gwyndolin war. Unten sind noch mehr. Und eine der Fetten. Hier diese komische Umarmattacke haben. Noch ein Beweis der Eintracht. Na los. Aha, da hinten sind also noch mehr. Eine Truhe? Keine Milch. Oh! Lass mich, du dämliches Ding. Oh oh. Wieder eines dieser Todesviecher.
Okay, wie ich mir dachte. Es ist also immer noch derselbe Hebel wie damals in Dark Souls 1. Es versteckt sich irgendwo dahinter. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Kreatur ist. Den Todeseffekt an. Ach, komm. Oh oh. Alter, der Todeseffekt ist schon fast voll. Hör auf zu kotzen. Ich sterbe gleich. Automatisch nebenbei. Rechts? Verdammt. Ich muss ja wirklich froh um diese Kammer sein, dass es die gibt. Natürlich. Stirb! Macht wirklich gar nichts aus, ob ich das jetzt auflade oder nicht. Das Ding stirbt nicht schneller dadurch. Ich mache eigentlich sogar mit der Mondklinge, Morion-Klinge, mehr Schaden. Guckt euch das an. Jeder Hit macht bei denen gleich viel Schaden. Egal was für eine Waffe, egal was für eine Stärke. Der ging durch ihn durch. Komm. Das habe ich gesehen, Spiel. Und am Kopf treffen ist ein bisschen schneller. Der ging schon wieder durch ihn durch. Okay, von Pfeilen? Na, meinetwegen. Der ist auch durch den ganzen Raumtanz und sämtlichen Raum ausnutzt. Und einfach nur wild geworden ist. In der Kathedrale des Abgrundes war auch so ein Ding. Die werden wahrscheinlich insgesamt von Aldriches Einfluss erschaffen. Was für ein heftiger Todeseffekt. Mir war schon bei dem ersten in der Kathedrale klar, dass ich die immer nur mit Fernkampf erlegen will. Rubin von Aldrich. Ja stimmt, von den letzten hatten wir den Saphir von Aldrich erhalten. Und so kommt das Full Circle. Oh! Also ich möchte... Guckt euch mal an, wie weit weg das Feuer ist, ne? Ich sehe nicht mal die Wirker und trotzdem trifft mich das Feuer noch. Das hier hinten sind wirklich Vorhänge. Okay. Aber, das ist 100 pro Aldrich. Wir wissen ja, dass er hier in Anno Londo ist. Hohepriester Sullivan hat ihn ja da reingesteckt. Den machen wir im nächsten Part. Reisen wir erstmal noch zurück. So, wie viele Seelen? Ja. Keine Ahnung, was ich damit überhaupt machen will. Hier, ich kaufe die Pyromantien. Was soll's? Oder hier. Ah nein, die brauchen Titanitscherben. Dann mache ich es vielleicht nicht. Die Pyromantieflamme verstärken. Gib mir den und gib mir den. So. Do not be gone. Da habe ich im New Game Plus schon mal eine ganze Menge. Weißt du was? Du hast doch bestimmt was für 100.000 im Inventar. Ich verkaufe jetzt einen Abfall und habe genau 1.000. Und dafür kaufe ich dann... Ja. Eine grüne Blüte für Ausdauergenerationsverstärkung. Aschen? Und damit war es das dann insgesamt. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Draglines Over and Out. Im nächsten Part werden wir uns Aldrich widmen. Und damit den vorletzten Fürst auf seinen Thron zerren. Tschüss.